Weil, was ich gerade gesehen habe, was ich echt schön finde, von dir und Klüse, das habe ich wohl gemacht noch, ist das hier. Florian, ich kenne Kontra K. Ja. Ich weiß sogar, wie der Ja. aussieht. Aber ich habe noch nie ein Lied von dem gehört, auch nicht. Seit Jahren am Start und alle lieben ihn. Ich freue mich auf ein Konzert mit Kontra K. Waren die Soundeffekte in dem Video? Meh, Die draußen sind die gerade, nicht draußen eigentlich ein so Auto Soundeffekte? explodiert. Ja. Hey, ich bin heute für Maxi und muss gucken, ob alle arbeiten. Hast du genug zu tun? Nein. Okay. Ja, bist du bereit für heute? Na, auf jeden Fall. Du? Ist es immer so laut? Ja, anscheinend schon. Gibst du dir beim Soundcheck Mühe oder sagst du, Hauptsache klappt ein bisschen? Ich gebe mir voll Mühe heute. Mercedes-Benz Arena, es muss gut werden. Bei wem gibt es dann sich mehr Mühe beim Soundcheck? Bei Sido oder bei Kontra K? Bei beiden. Aber du darfst dir bei einem ein bisschen mehr Mühe geben. Kontra K. Na, alles gut? Ja. Alkoholfrei. Was ne? ist denn los mit alkoholfrei? Ja, es. Ich habe ja noch 13 Shows. Du als Berliner Junge machst die Uber, Mercedes-Benz oder für uns U2 World voll. Mercedes-Benz Arena. Also. U2 World voll. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Krass. Ehrlich gesagt ist heute für mich der Horrortag. Ich bin komplett autistisch. Ich krieg nichts auf die Reihe. Ich konnte mir nicht mal mehr Schuhe binden. Ich hab, Soll ich das machen? Nee. Dafür bin ich ja da. Ich habe die falsch reingemacht. Ich krieg nichts auf die Reihe. Wie gesagt, sehr krass emotional. Zweimal voll. Das stimmt. Da freut sich dein Herz und dein Bankkonto, oder? Mein Bankkonto ist. Für das mache ich das nicht mehr. Ich mache es eigentlich so viel, was wir hier einbauen. Nicht ist mehr, ist auch gar schön nicht mehr formuliert. So viel. Ja. Nicht mehr ist eine schöne Formulierung auf jeden Fall. Aber Schaden tut es auch nicht. Finde ich auch gut. Ne. Und alles das ihr auf? Ja. Und morgen spielt wieder Eisbären, dann ist hier wieder Eis. Nee, wir spielen hier ja, morgen. Ja, aber übermorgen dann als Beispiel. Dann ist ja wieder Eis, ja. Das ist krass, wie lange dauert 200, das? Also pass auf, wir sind auf Tour 115. 115 Leute. Die fahren, ja. 115. Wow. Plus, ich glaube, nochmal 100, die hier arbeiten dann. Schon crazy, oder mehr Alter. Sogar. Also, ja, Mann. Ja, ist ordentlich was. Muss man sagen, du bist ja ein Berliner Junge. Ja. Bist im. Ist der da hinten komplett blau? War Maybe. Der komplett blau? Ich finde einfach nur geil, wie krass ich muss kurz... der Chat gerade sabbert, weil alle Max so extrem heiß finden. Und recht habt ihr. Yeah. Ja. Also, ja. Ist ordentlich was. Jetzt muss man sagen, du bist ja ein Berliner ja. Junge. Ja, ja. Bist im Westen ja. groß geworden, oder? Ich bin im Westen groß. Ich im Osten. Wir sind ja etwa gleich alt, deswegen hast du auch noch dein Handy früher immer gehabt. Ja, ey, klar, ich hab mich, wusste immer, wo er sich rumtreibt. Da bin ich dann nicht lang gelaufen. Ja, das ist gut. Aber wie ist es, so ein Heimspiel zu haben? Weil ich habe da stehen, ey, wir sind in 8 Stunden gefühlt, geht's los, draußen stehen Leute an. Es ist ein krasses Gefühl, keine Ahnung. Ich habe hier, wir haben auch noch, eigentlich passen hier, glaube ich, 14.000 rein, wenn ausverkauft ist. Wir haben heute aber nochmal 1.500 Gästeliste oben drauf. Wow, 1.500 Leute, die dich hier schreiben, ey, Max, kann ich kommen? Und du sagst, yo? Ja, die rufen ja dann nicht, ich habe mein Handy ausgemacht, die rufen dann meine Jungs alle an irgendwo und, ja. Beim Umzug kommt keiner, beim Auftritt kommen alle. Bummelchen. Hast du mein Geld mit? Bummelchen. Was für Geld? Du hast beim letzten Mal Geld gegen mich verloren. Nein, bei deinem Konzert. Du schuldest mir noch Geld. Nein, du schuldest mir 100 Euro. Wo ist der Ring? Ja, geil, ich habe erst mal gewonnen. Dammte Scheiße. Doppelt oder nichts? Ja, doppelt oder nichts. Ja! Ja. Ich kenne einen guten Boxer. Ich finde es auch großartig. Die beiden haben inzwischen, glaube ich, auch wirklich ein gutes Verhältnis. Ja, absolut. Wie schuldet der noch? Ja. 100 Euro, kannst du dich drum kümmern? Freust du dich aufs Konzert? Ja, klar. Oh, machst lol. Du gleich auch Soundcheck? Zocken wir gleich. Sido hat ein, ich hab, es ist für mich nur was, Detail. Sido hat im Nacken ein Tattoo, ein Smiley, das ist ein Stil, den würde ich unter einer Milliarde Smileys wiedererkennen. Das ist ein Homie aus dem Grimm. Der das gestochen hat. Ah. Ja. Also der hat einen Guest-Spot. Wir würfeln, warte. Da, ach, nicht auf dem Handy da. Doch. Kannst du dich erinnern, als wir mal mit dir auf dem Handy ja. gewürfelt haben, das ist sehr böse Ausgang. Er hat sogar die App drauf. Ja! Ja! Wie, warte. Ja! Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Hat er einfach eine Würfel-App auf dem Handy? Ja, ist wichtig. Okay, gut. Will ich. Will ich auch. Doppelt oder nichts? Ja. Hol deinen Würfel raus. Fick 7? Die Hände, 7. Ja!
Sorry. Sorry. Sag mal, was ist denn das für ein Gefühl, so viele hochrangige Namen dazu haben, die heute wegen dir vorbeikommen? Große Ehre. Und auch Druck. Ich muss gut sein. Das stimmt. Jetzt ich als Laie, der nicht so im Musikbusiness drin ist, wie ist es? Gehst du dafür denn, wir haben uns ja bei Sido kennengelernt, ja. Bist du dafür zu Sido und man macht das so kumpelhaft? Oder? Ich würde, egal, wo, selbst wenn er nicht kommen würde, würde ich bei jeder Show bei ihm auftauchen. Also ich meine, der hat meine Generation geprägt, das sage ich ja nicht umsonst. Ja, wir sind gleich alt, da kriegt man es mit, weil Opa hat das damals gut gemacht. Fuck yeah. Ey, du schuldest mir gar nichts mehr, er hat gerade verbrannt. Nee, er hat, ja, ich sag's jetzt nicht. Aber ja, ey, wir haben nur geredet darüber, ich meinte, ey. Nein. Er hat mir das Gespräch Kopf gegeben und dann sagt er, ja, Opa hat es damals gut gemacht. Guck. Nein, ich habe nur gesagt, ey, ist es bei euch Musikern so, dass ihr euch umsonst besucht oder wie macht ihr das? Und er hat ja gesagt, für Sido gehe ich überall hin, der hat meine Generation geprägt. Meinte ich so, meine auch, hat Opa gut gemacht. Also ich bin Opa? Nein! Ich bin Opa oder dein Opa hat gut gemacht? Alter, das ist wirklich wie drei Kinder, die sich irgendwie zanken gerade. Ja. Was deine Mutter gekriegt hat. Genau so meinte ich. Was ist beim Soundcheck jetzt so wichtig? Ich denke so, das ist so wie so ein Vortest in der Schule, dass man da so, ja komm, passt schon. Nee, gar nicht. Wenn man eingeladen ist bei einem befreundeten Künstler, also wir sind ja alle irgendwie Kumpels und Freunde, ne? Wir sind ja nicht irgendwelche hingemanagten Künstler, so, sondern wir sind wirklich Freunde. Wir sind hier auch noch alle zu Hause in Berlin und es wird einfach super emotional und es ist einfach, man möchte halt nicht abkacken. Und auch wenn man nur, gerade wenn man nur eine Strophe zum Beispiel hat, wenn man nur bei einem Song dabei ist, ist die Gefahr, dass man genau in diese eine Strophe abkackt, obwohl man sonst 2 Stunden fehlerlos durchballert, voll hoch. Und das will man halt dann natürlich nicht. Okay. Ich stelle mir das auch so krass vor, Alter. Ich finde, obwohl ich sagen muss, also ich glaube, der absolute Albtraum ist, so einen richtig krassen Blackout auf der Bühne zu haben. Aber es gab ja auch schon wirklich Artists, denen das passiert ist. Und dann kannst du ja Glück haben, wenn der Gänsehautmoment schlechthin dich hittet und einfach das komplette Publikum dich carried. Das finde ich auch so krass. Ja. Und das ist halt auch wirklich sowas, das habe ich auch, also ich glaube, das habe ich schon zigmal gesagt, aber ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Das finde ich, das wahrscheinlich mit Abstand geilste Gefühl, was du auf der Bühne haben kannst, ist, wenn du hingehst und tausende von Leute singen deinen Text. Ich glaube, das ist dir insane. Und du musst nicht. Boah, es ist wirklich. Ich glaube, es ist mega geil. Du regierst ja alles noch selbst. Ja, muss ich ja. Wirklich? Ich dachte, irgendwann hat man so Leute, die es machen und du spielst FIFA in der Umkleide und Leben ist schön. Ja. Dann wird es aber nicht so, wie du willst. Dann wird es so, wie die denken, dass du willst. Und dann wird man auf der Bühne schlecht gelaunt, weil es nicht so ist, wie man es will, oder? Richtig. Sido war eben da oben und kommt jetzt nach hier unten. Macht ihr so ehrlich, Boazas, dass er so da ist und zack, drüben? Das wäre schön, aber das haben wir nicht hingekriegt. Eigentlich wollte ich ja, das müssen wir jetzt erst genehmigen lassen für die nächste Tour, an so einem Drahtseil, das muss ich jetzt erstmal erfinden lassen. Ja, das ein System gibt schon, aber es ist voll lame. Das tuckert mit 50 Meter die Minute. Das ist ja dann peinlich, so Helene Fischer. Segel ich wie eine Pinata hier rüber, so, das will ich nicht. Wir machen so ein Teil, wo ich mit 40 Sachen darüber schieße und dann die Bühne aus allen Seiten explodiert. Das passiert auf der nächsten Tour. Gut, aber der Überraschungseffekt für den ist schon mal weg. Ja, das ist echt so. Aber ist cool. Mit meiner Zugabe, damit rechnen die Leute auch nicht. Nein! Mit meinem Blog. Muss man wirklich sagen, bei dem Beat, da kriegt jeder Gänsehaut. Guck mal da drüben. Das ist einfach. Ist oldschool. Ja, mein Blog ist aber auch einfach Nico, geil. Aaron. Ja, Mann. Meine ist. Lol, wer ist Nico denn da alles Santos? Wer ist denn da alles schon beim Aufbau dabei? Völlig absurd. Digga, das ist so. Ne, das ist ja anscheinend auch die Probe schon, ne? Ja. Aber er will. Hi, wir kennen uns noch nicht, aber ich hab jetzt schon Angst. Nein, ich bin ja heute für Max da. Der ist ja sonst. Okay. Wenn ich zu frech bin, dann ist er frech zu mir. Okay, sehr gut. Sag mal. Ist nochmal ein Aufpasser, Gott sei Dank. Du bist ja heute auch dabei mit so Leuten wie Sido und allen anderen. Ja. Was macht es mit dir? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wir waren vorher alle noch mal in der Nähe vom Hackischen Markt. Wir waren alle noch mal in dem Worst Behavior Laden, der da ist. Ich weiß, es ist schon der dritte oder so, der durch das Bild rennt mit Worst Behavior Klamotten. Wir sind alle in Berlin aber die und haben gehen das hier noch mal an den Sweet Spots shoppen, Alter.
die haben das aber auch geschafft mit diesem Markennamen, als ich die ersten Mal die Pieces gesehen hatte und dachte, oh, das sieht eigentlich ganz sweet aus. Ja. Was ist das? Und ich habe wirklich nach dieser Marke gegoogelt. Ja. Ne? Und das, das ist wie GmbH. Ja. Falls, also die sagen dir ja bestimmt auch was. GmbH, die Marke. Ja. Ich hab's auch geschafft. Ich lese da immer Wurstbrot. Also wenn ich diese. Okay, Olli. Alles klar, Olli, Modezahn Number One auch. Ja, ist halt echt so. So, Nico, was ist los? Wenn ich mir anschaue und diese Special Acts, ist crazy. Bist du denn zu... Ey, ganz kurz zu Nico Santos. Ich habe einen Clip auf TikTok gesehen von dieser Sing Dein Song. Und da hat Nico, dann hat irgendjemand, boah, ich bin so schlecht leider, ne? Es tut mir total leid, aber jemand hat halt die ganze Zeit Lieder angespielt, nur mit der Gitarre. Und der konnte jedes Lied und hat jedes Lied auch sehr schön gesungen. Und seitdem finde ich den richtig cool. Nicht, dass ich ja mal jemals Nico Santos Lied gehört hätte. Auch nicht. Ich bin da ja. Hast du bestimmt schlecht. Auch. Aber weißt du jetzt auch nicht, welche. Ja. Nicht bewusst, aber das fand ich sehr, sehr schön. Meine Bezahlung. Nee, das ist... 500 Dirham sind das. Wie viel Cent sind das? Euro? Das sind Euro. Einer? Zwei? Nee, mehr als 100. Wirklich? Ja, aber muss ich wechseln. Ja, Dicker. Nein. Ja, Dicker, du willst schon deine Cola haben. Jetzt nimm mal erstmal, sag mir mal, bist du zufrieden mit dem Soundcheck? Ja, bin zufrieden. Also Desio war super, bei dir ist noch... Hat einer eine Ahnung, was das für eine Währung ist? 126 Euro ist es wert, schreibt einer. Aber was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Chat, zoom mal ran. Ich kann nicht ranzoomen. Nee, aber nicht, zumindest... Egal. Irgendwer wird wahrscheinlich noch aufgeklärt, was soll's. Sag mal, du kannst doch nicht wissen, wie viel Geld das wert ist, vielleicht ohne wird's noch die gesagt. Währung zu kennen. Vielleicht wird's im Video noch gesagt. Soundcheck, das muss nicht perfekt sein, weil du brauchst ja... Dann nee, er hat's, glaube ich, schon gesagt. Warte, wir gehen zurück. Über 100 Euro, hat er gesagt. Nee, das ist... 500 Dirham sind das. Ah, Dirham. Dirham. Ja. Cent sind das? Euro? Das sind Euro. Einer? Zwei? Nee, mehr als 100. Wirklich? Ja, aber muss ich wechseln. Ja, Dicker. Nein. Ja, Dicker, du willst schon deine Cola haben. Jetzt nimm mal erstmal, sag mir nochmal, bist du zufrieden mit dem Soundcheck? Ja, bin zufrieden. Also Desio war super, bei dir ist noch Luft nach oben. Ja, na klar, aber ist doch okay. Soundcheck, 125,67 Euro. Ja, die perfekten. Weiß Bescheid. Aber dann wusstest du ja wirklich, also ich muss jetzt ganz kurz, Alucard. Das heißt, du wusstest wirklich, wie viel das wert ist und hast uns trotzdem nicht verraten, was das für eine Währung ist. Offensichtlich. Bin enttäuscht. Ja. Das ist genauso richtig. Und jetzt, wann geht's nachher auf die Bühne? Ich denke gegen 10. Nee, mir wurde gesagt 21 Uhr, aber ich weiß nicht. 21 Uhr fängt die Show an. Ah, okay, und du gegen 10? Also bist du 21.58 Uhr hier. So was, ja, genau. Nee, ich bin nee, ja, ungefähr, ja. Sorry. Marc, mein Lieber, wie war die Probe? Ich auch gerade sagen. Spaß gemacht, hat sehr, sehr großen Spaß. Marc Voss. Mann, Kontra K hat alle. Kontra K hat Feature mit absolut jedem, der Rang und Namen hat in Deutschland. Jeder. Spaß gemacht und es ist schön, mit Profis zusammenzuarbeiten. Ich hab's einmal. Das ist mein Lieblingsmoderator bei den Beats. Optimal. Was war die schlimmste Probe, die... Alter, es sind so viele Leute schon. Hier, der Partner von Julian Bam, Thomas, sieht genauso aus. Andy, der Moderator von den Beats. Ach Gott. Ja. Die du je gemacht hast? Das war mit Kontra K vor 10 Jahren. Wirklich? Wow, komm, erzähl mal. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Max erzählt mir die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen darf. Doch, darfst du. Hat er mir vorhin gesagt, Marc Foster soll diese Geschichte erzählen. Das ist, irgendwann war, ich habe meine erste goldene Schallplatte bekommen. Für damals? Au revoir. Oh, das ist 10 Jahre her? Das ist 10 Jahre her. Wir sind so alte Säcke. Das ist krass, oder? Und er war zufällig auch da in demselben Bürogebäude, wo ich das überreicht bekommen habe. Und ich wusste nichts davon. Wie alt ist Marc Forster? Nicht. Und er hat von hinten zugeschaut und hat sich da vorgenommen, irgendwann will er auch... Okay. Okay, finde es heraus. Mach die Recherche. 41. Aha. Krass. Aha. Crazy.
Chat war wild daneben. Auch mal da stehen und solche Platten entgegennehmen und jetzt weiß ich nicht, wie viele Golden und Platin er mittlerweile hat und das ist alles wahr geworden und das freut mich und das verbindet uns auch so ein bisschen. Wäre es nicht nett, eine schöne Geste, wenn du ihm heute die Goldene von Au Revoir schenkst? Tschüss, schönen Abend. So, mein Lieber, Probe vorbei oder wo geht's hin? Nee, ich probe jetzt. Jetzt probst du, wie lange wird es dauern? Singst du hin? Ja. Wirklich? Ja. Krieg ich jetzt schon gratis Konzert? Ja. Darf ich buhen? Du darfst auch hochfahren. Nein. Ich buh nicht. Ich buh den über. Nee. Meine Lieben, Kontra macht ja im Insta-Stories und sagt, er versteckt eine CD. Und wer diese CD findet, kann zu allen Konzerten gratis gehen. Und ich saß hier gerade rum und hier ist sie einfach. Aber ich lasse sie natürlich da. Vom Versteck her aber nur eine 3. Das war. Also sorry, da kommt jetzt der typische Deutsche mir vor, das ist aber nicht tüffig. Boah. Meine Fresse. Der Kontra K live, nicht muss man mal gesehen schlecht haben, ist echt geil. Ist wirklich geil. Die Songs sind halt geil. Nur bin ich auch kleiner Fanboy so. Nicht von allem, was er gemacht hat. Aber die Songs sind geil. Die Konzerte sind der. Ist wirklich mega. Open Air noch geiler als in der Halle. Jetzt hätte ich richtig Bock gehabt, da dabei zu sein. Echt? Jetzt muss er sich da durchhangeln, meine Fresse. Wow! Sido einmal gesungen, fertig. Alle einmal, du warst eine halbe Stunde in der Probe. Was war los? Da, ich kann es nicht erklären. Wir machen das zum ersten Mal. Ich habe nur für dich mit ihm geschrieben damals. Wir haben es noch nie zusammen geprobt. Wie, das heißt, du hast es für dich geschrieben und er bei sich ein... Nee. Er meinte zu mir, Digga, ich habe einen Text, ich brauche dafür ein geiles Klavier. Ach, und ja, dann machst du das? Ja. Das heißt, wenn ich mit Icke Hüftgold den mega Mallet hab, Bruder, schreibst schick, du... Schick Text. Nee, ohne Witz, das liebe ich an Konter. Normalerweise ist es so, man hat eine Melodie, man singt Blabla-Text, vielleicht auch Englisch oder irgendein Quatsch, und dann schreibt man einen Text. Ja. Der kommt mit dem Text. Ah, und dann... Das ist ja sau weird. Oh, das ist insane. Wie machst du denn erst, also... Verstehe ich ja... Na, das ist ja nochmal Kunst. Ja, aber das ist ja... Also, ja. Also, Respekt an Nico Santos auch an der Stelle, weil ein Beat um den Text bauen ist ja wirklich weird. Also, 99,99999% aller Artists auf der Welt machen das andersrum. Glaube ich auch. Michael Jackson hat das auch so gemacht. Der feine Herr. Oh, na, okay. Und Elton John anscheinend auch. Aber ob das jetzt stimmt, hat er gerade gesagt. Okay. Crazy. Ja, der feine Herr. Okay, Chili-Mann. Chili-Mann im Chat natürlich. Du hast auch immer den Textausschnitt vorher. Ah, Chili. Aber du, ohne Scheiß. Du richtest den dann auch zu deinem Beat hin. Da wollte ich gerade sagen, du kannst dir die Melodien ja drehen, wie du willst. Du kannst ja sogar auseinanderschneiden und dir die Silben dahin packen, wo du möchtest. Das ist nicht das Gleiche. Und Taylor Swift macht das manchmal auch. Taylor Swift macht alles. Taylor Swift ist die Königin. Ach, Taylor Swift braucht immer nur Ex-Freunde, um kreativ zu bleiben. Das ist auch weird. Das ist ein komischer Fetisch. Ja, ist aber auch. Ich habe wieder eine Beziehung. Stell mal vor, du bist der Neue von Taylor Swift, dann weißt du, anderthalb Jahre kein neues Album. Ich bin bald weg vom Fenster. Bald ist vorbei, die Nummer. Kim auch. Also wenn jemand mit Text und Melodie ankommt, ist mega easy. Ja, okay. Stimmt. Fühle ich. Das ist super, super selten, dass man es so macht. Aber es ist für mich das Schönste überhaupt, weil der erzählt mir was und ich muss mir vorstellen, wie das klingt. Also ein bisschen wie so ein Hans Zimmer, der für Dune dann die Musik machen soll. Vielen Dank. Ich habe nicht gesagt, dass ihr gleich seid. Nee, ich weiß. Ich bin auch so ein Entertainment-Chef. Ja, ich weiß, wie Unterhaltung geht. Ich wäre ja voll geil, wenn Max sich so hochziehen lässt. Packst du deinen Fuß und lässt dich mit hochziehen. Guck mal, ich dachte mir sowas ähnliches. Ich packe mich so an beiden Füßen, weil ich habe meine Kraft ist nicht so stark. Aber der hält uns schon beide. Der ist stabil genug. Ich bereite mich ja mal ein bisschen vor. Und eben, als sich Max da hoch hat ziehen lassen, dachte ich so, krass, welche Versicherung erzählt man? Das bin zur Managerin hin und meinte, ey,
welche Versicherung sagt, mach mal, oder sagt die Mercedes-Benz Arena, macht mal. Dann ist mir aber eingefallen, Max war Industriekletterer, der hatte alle Scheine und so, für den ist das Pillepalle. Auch dieses, ich will da rüberfliegen, dachte ich vorhin so, wow, da kann man auch hops geben. Aber er hat es ja beruflich gemacht. Verrückt, wie du da hochkommst. Ja. Zum Glück hast du es gelernt, oder? Ja, naja, läuft gut. Jetzt muss ich noch einen Soundcheck und dann noch weiter und noch weiter. Okay, und dann ist nachher Konzert. Ich find's voll krass, der rennt... Ja, ist einfach nur weggerannt, weil er keinen Bock hatte. Ich hab keinen Bock. Von A nach B, ich da... Ja, aber du hast auch gesehen, wie er noch nur geguckt hat. Ja. Und dann, okay, er guckt nicht mehr, ich muss nicht mehr rennen. Ach, wir chillen so Backstage, FIFA spielen, Kekse essen, lachen. Mit Max Giesinger habe ich da gesessen und der hat für mich Klavier gespielt. Ihr dürft endlich gleich rein. Ja. Ja. Warum zu Contra K? Das erste Mal. Du verstehst die Frage nicht nochmal. Warum zu Contra K? Ja, weil sehr motivierend, positiv, macht gute Laune und führt Menschen zusammen. Wow, wo, ist ja ein Tagebuchspruch gewesen. 3 Tickets, ich spiel, gib mal kurz her. Für die hast du 300 Euro bezahlt. Ich gebe dir jetzt 400 und zerreiß sie. Nein! Ja, wie lange wartet ihr schon? 5 Stunden. 5 Stunden? Was verbinde, wenn ich jetzt sage Contra K, Lieblingssong? Wölfe. Warum? Wegen seinem Text. Das Lied ist einfach, das verbindet einfach. Das trifft es dich hier? Ja, echt. Also, ja. Der war schön. Ja, war da. Hab ich auch gesagt, das ist mein Lied, wenn ich nicht mehr bin, das ist mein Lied. Ja, wenn du die Wahl hättest, ja, Nico Santos, und dafür muss er nach Hause gehen. Niemals, mein Mann. Hey, gute Antwort, gute Antwort. Na? Oh, und er denkt sich gerade so. Contra K, was fällt dir ein? Huiuiui. Schwein gehabt. Ich hätte ihn nicht mal übernehmen er können. Denkt sich gerade so, aber ich würde nicht. Aber aufsehen. Ich würde. Geil. Okay, war es die Musik oder der Körper? Alles. Ey, du bist ja richtig vorbereitet. Ja, klar. Wie lange steht ihr schon hier? Stunde. Wie viel? Wie lange? Eine Stunde. Eine Stunde und schon eine Pizza? Da vorne stehen die 5. Ja, selber schuld, würde ich sagen. Ne? Ich finde es gerade voll schön, dass es die ganze Familie mitnimmt, also das Contra für alle ist. Wer war zuerst Fan? Alle gleich. Alle. Wirklich? Wie toll, wie doll tut hier ein Tattoo weh? Das geht eigentlich. Ja? Ja. Okay. Und wie ist es drin zu sein? Toll. Einfach Spaß. Du guckst, als wenn der Weihnachtsmann da steht. Ja. Ich will ganz kurz einmal einen Zaubertrick machen, mein Lieber. Grüß ja, dich. Raus. Achtung, jetzt ist er hier und jetzt schmeiße ich ihn ohne Jacke auf die Bühne. Da sitzt er jetzt mit dem Mikro. Ganz einfach. Mein Lieben, Contra K hat das ja vorhin gesagt. Oh Mann, Alter, war der schlecht. Leute, die mitarbeiten. Und das sieht man. Der war wirklich schlecht. Also, dafür war der mit dem Wolf vorher sehr gut. Ja, aber der war. Die fahren alle mit dem Bus nach da. Da noch 2 Busse. Hier kommt alles rein. Da kriegt man mal mit erstmal, was da hinter so einem Auftritt, wenn man nur denkt, für eine Arbeit ist und für eine Manpower. Ich würde sagen, läuft bei ihm. Ja, läuft auch. Die Zuschauer sind drin, strömen hier noch hin und her oder kaufen sich ein Bierchen. Die Bühne ist verhangen. Gleich geht's los und ich guck mal, ob ich Max noch mal vorher finde. Contra K hat ein... Guck, Olle Klüse auch. Der Typ ist so Olle dermaßen Klüse. Schwer in Ordnung, Alter. Das ist echt insane. Klüso? Ja. 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 Und hier Andreas Burani war doch auch so ein ultra nicer Typ. Andreas Burani war auch mega, ja, das ist wahr. Ich hatte letztens erst, ich weiß gar nicht, ob ich das, ja, ich glaube, auf die Schnelle kriege ich das nicht hin. Ich bin letztens auf die Fotos gestoßen. Ich auch? Ja, mein Handy so, guck mal hier, das gab's auch mal. Und ich dachte mir so, krass, das erste Bild war gleich, wie wir beide am Pool irgendwie auf diesen Liegestühlen chillen und im Hintergrund Clouseau, das sah aus, als würde er Rasen mähen, aber das hat er nicht gemacht. Das war irgendwie bei diesen komischen Lampen, wo eine immer kaputt war. Ja. Super weird. Also für mehr Kontext, Flo und ich waren mal mit Clouseau und Andreas Burani in einer Villa in Nizza und haben da gepennt. Das war sehr random. Ja. Das war ultra random. Das stimmt, das war wirklich sehr random. Natürlich, gerne. Ist es so eine Ehrensache oder? Das ist eine selbstverständliche Sache.
Und wie ist es jetzt gleich? O2 World, an die Mercedes-Benz Arena, Uber Arena, okay, wie es auch heißt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich bin auf jeden Fall froh und dankbar, hier vor so einem großen Publikum auf jeden Fall ein Lied mit ihm zu performen. Woher kennst du Kontra K eigentlich? Eigentlich von Vinny. Also wir haben uns, nein, stimmt nicht, wir haben uns vorher auf dem Festival getroffen. Damit, wie lange ist das her? Es ist gar nicht so lange her, Digga. Wie entsteht so, hat er, ihr habt ja einen Song zusammen, wer hat wen angehauen? Mich hat Vincent angehauen. Vincent Stein. Ah. Ich sag, komm vorbei, wir sind gerade im Studio. Es war an einem wundervollen Ort, es war nicht studiomäßig. Ob ich Bock hätte, im Sommer vorbeizukommen. Ich bin vorbeigekommen, ich wusste nichts. Mal gucken. Also man kann dich einfach einladen und wenn du Bock hast, kommst du rum. Genau, es war eher so eine, wir sagen mal so eine Fuck-Off-Session einfach so. Es muss nichts passieren, alles ist cool irgendwie so. Wie im Swingerclub. Aber die hatten schon alles vorbereitet. Ist aber so. Es sitzt alles, willst du einen? Ja. Kannst du ihm einen Whisky machen, bitte? Jetzt geht's auf die Bühne, du bist zu Hause. Bist du heiß oder hast du bei der Probe was gemerkt, was besser sein muss? Oh, du kannst die Probe nicht vergleichen, weil guck mal, es ist eine leere Halle. Bei euch ist ja, ihr entertaint in der Zeit und dann ist es nicht so schlimm, wenn man der Hall größer ist oder nicht. Bei uns ist es aber wirklich maßgebend, weil wenn du den Takt nicht mehr hörst, weil der Hall so lang ist, dann ist scheiße. Und die Halle ist eigentlich eine richtig erbarmungslose Ich verstehe auch gerade nur die Hälfte, weil ich keine Ahnung von Musik habe. Nee, war okay. Der Soundtrack war gut. Ja? Die Leute waren krass, es hat sich gut angehört. Ich habe mir extra alles angehört. Ja, und der Rest liegt in Gottes Hand. Oder eigentlich in unserer und in Berlins Hand, ja. Sind noch nicht alle da? Die heute spielen. Ich sage aber allen von Herzen, danke, dass ihr da seid, dass ihr mich unterstützt. Wenn ihr mich braucht, vertraut mir, ich werde da sein. Ich hoffe, Berlin wird da sein und lasst uns das Ding heute kaputt machen. Danke, dass ihr da seid. Einfach geil. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Auf wie viele Leute sind, Alter. Was das für ein Abriss ist, Mann, wenn du so viele Feature hast, Alter, und einfach jeder Song neues Highlight ist, Mann. Echt insane. Ja, auf jeden Fall. Max, bist du happy? Ja. Ich hab dein Mikro. Das war's, Adrenalin voll da. Alles. Komm gut nach Hause. Hallo, ihr Küstenecken. Hey. Was? Könnt ihr mal alle herkommen hier? Ich wollte gerade was Schlimmes sagen. Überleg mal, wie überdreht Max, du lieber, sein musst in dem Konzert, Moment. Bestes Konzert, was ich seit langem gesehen habe. Sicher? Ja, Mann. Also wirklich, der Käfig hat in der Show so viel Sinn ergeben. Das sah so gut aus. Hat mir sehr gut gefallen. Danke. Meine Lieben, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Link zu Konzertkarten nächstes Jahr 2025 ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch vorbeikommen. Bist du auch wieder in Berlin? Bist du auch wieder da? Ich bin auch wieder da. Dann sind wir alle wieder da. Tschö, tschö. Pietro Lombardi. Stark. Ultra crazy. Also schönes Feelgood-Video auch. Ja, wirklich. Wirklich schön. Auch. Wirklich schön. Ich hab's auch geschafft, dieses random Bild zu finden. Aber was ich gerade gesehen habe, was ich echt schön finde, von dir und Klüse, das habe ich wohl gemacht noch, ist das hier. Das kenne ich gar nicht. Das muss mir mal schicken. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, das Bild. Ja. Ja. Schick mir das mal. Nee, ist gut. Das ist wirklich cool. Mike.